OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundvorhaben unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock. Das Projekt soll die Nutzung von offenen Daten in raumbezogenen Studiengängen anhand von Best-Practice-Beispielen illustrieren und in einer Vielzahl von Studiengängen wie zum Beispiel Geografie, Raumplanung, Geoinformatik und anderen nutzbar sein. OpenGeoEDU stellt eine offene E-Learning-Plattform sowie ein offenes Datenportal bereit. Die E-Learning-Plattform bietet Inhalte in einer Sammlung von Kursteilen in multimedialer Aufbereitung an. Zu jedem Kursteil gibt es eine Vorlesung, Übungen und Tests. Neben den klassischen Elementen wie textbasierten Skripten mit Bildern, Karten und Verweisen sind Videos über die Plattform wie auch über YouTube abrufbar. Jeweils ein kurzer Teaser, um den Appetit zu wecken, und eine Vorlesungs- sowie ein Übungsvideo von jeweils etwa 10 bis 15 Minuten. Der Kurs ist in mehrere Kursteile untergliedert, wie man anhand dieses Menüs sieht. Nach einer Einführung in Aspekte der Offenheit in der Wissenschaft werden offene Daten und deren Bedeutung besprochen. Danach folgen Fallbeispiele zur Elektromobilität, zum Umgebungslärm, zum Biomassenpotenzial, zum Flächenmonitoring und zur Fernerkundung, die dann praktisch mit offenen Daten bearbeitet werden. Darüber hinaus gibt es eine umfangreiche Einführung in Geoinformationssysteme als Werkzeuge zur Bearbeitung der offenen Daten sowie viele kleine Tutorials, um spezielle, für alle Beispiele relevante Themen kompakt darzustellen. Für eine praxisnahe Lehre werden im offenen Online-Kurs frei verfügbare Daten aus unterschiedlichen Quellen sowie auch nutzergenerierte offene Daten herangezogen. Anhand der aufbereiteten Fallbeispiele aus aktuellen und relevanten gesellschaftlichen Themenbereichen erlernen Studierende und Interessierte die praktische Arbeit mit diesen Daten. Das Fallbeispiel Elektromobilität sehen Sie hier, besteht aus Vorlesungsteilen, die auf die politischen Rahmenbedingungen, die vorhandene Ladeinfrastruktur, Kauf- und Nutzeraspekte sowie andere Dinge eingehen, die dann in einem Test geprüft werden und die dann in Übungsbeispielen anhand oder mit offenen Daten bearbeitet werden. Zu jedem Kursteil gibt es verschiedenste Übungsaufgaben. Alle Übungen werden kurz in einem Datenblatt beschrieben, sodass ein Teilnehmer sich entsprechend seiner Interessen und Kenntnisse passende Fragestellungen auswählen kann. Wir bieten Übungen auf verschiedenen Niveaustufen: Advanced, Basic und Click by Click. Hier in den Farben Orange, Grün und Blau dargestellt. Außerdem bieten wir Übungsbeispiele auf unterschiedlichen Reichweiten an, von lokal-kommunal, also Erkundung der eigenen Umgebung, über regionale bis nationale und globale Fragestellungen, die durch verschiedene Symbole dargestellt werden. Ein Teilnehmer kann vorab ein Self-Assessment durchführen, um seine Kenntnisse bezüglich des Kursangebotes besser einschätzen zu können. Anhand seiner Angaben erhält der Teilnehmer Hinweise auf aus unserer Sicht passende Kursteile bzw. Aufforderungen, bestimmte Kenntnisse vorab zu erwerben. Der Workload-Rechner erlaubt vorab, den notwendigen Arbeitsaufwand zur Berechnung der Kursteile zu berechnen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn sich ein Kursteilnehmer Leistungspunkte gemäß dem europäischen Kreditrahmen ECDS anerkennen lassen möchte. Das heißt, er wählt hier also für ihn interessierte Teile aus und parallel berechnet der Workload-Rechner für ihn die entsprechenden Aufwandsstunden, die wir dafür kalkuliert haben, und im Endergebnis sieht er unten, wie viel Stundenaufwand wir für ihn damit abrechnen. Am Fallbeispiel Elektromobilität sollen kurz die Problemstellung, verwendete Technologien und Niveaustufen illustriert werden. Nachdem der Lernende sich intensiv mit den Vorlesungsteilen auseinandergesetzt hat, bearbeitet er einen Online-Test mit 20 Fragen in 20 Minuten. Anschließend kann er sich dann
mit den Übungen im Fallbeispiel beschäftigen. Für das Fallbeispiel Elektromobilität werden aktuell Aufgabenstellungen auf drei räumlichen Ebenen angeboten. Lokal-kommunal, der Nutzer erkundet das örtliche Ladestationennetz an seinem Wohnort. Als Plattform wird ArcGIS Online eingesetzt. Hierzu bedient er sich offener Daten zu den Ladestationen sowie der Straßendaten in ArcGIS Online. GIS-Erreichbarkeitsanalysen über Luftlinienentfernung oder das Straßennetz werden durchgeführt und visualisiert. National, der Nutzer untersucht hier Zusammenhänge zwischen dem Ladestationennetz und demografischen Daten, also hinsichtlich potenzieller Käufer. Verwendet wird im Fallbeispiel QGIS. Als Daten kommen neben den Ladestationen demografische Daten des Bundesamts für Statistik zum Einsatz, die mit den Verwaltungsgebietsgrenzen des BKG gekoppelt werden. Faktoren wie Reichweiten, Einkommen und Alter werden multivariat ausgewertet. Europaweit. Hier plant der Nutzer eine Reise quer durch Europa, wobei der Routing-Service von OSM mit einer Weiterverarbeitung in QGIS gekoppelt wird. Die Aufgabenstellungen werden in drei verschiedenen Niveaustufen dargeboten. Basic richtet sich an einen Nutzer, der mit GIS grundsätzlich vertraut ist und der mit einem groben Aufgabenrahmen zu einer Lösung findet, die er eigenständig und kreativ abwandeln kann. Advanced erweitert das Basic-Level um eigene Ansätze wie zum Beispiel programmiertechnische Erweiterungen, WebGIS-Technologien oder spezielle Analyse- und Visualisierungsideen, gibt also kaum etwas vor. Click-by-Click hingegen gibt für die jeweilige Aufgabenstellung eine umfangreiche Abfolge von Schritten vor, die in der jeweiligen Software genau zeigen, wie eine Lösung zu erreichen ist. Somit wird ein Einstieg auch für GIS-Novizen möglich. Eine Registrierung für den Kurs wird erst nötig, wenn jemand sich Leistungspunkte anerkennen lassen möchte. Dazu gibt er uns einige persönliche Kontaktdaten, sodass wir Zertifikate mit Aufwand und Note ausstellen können. Der Teilnehmer kann dann Tests zum Wissensstand durchführen, Übungen bearbeiten und Karten und Belege einreichen und durch uns bewerten lassen. Die Leistungen werden ECTS-konform bewertet und zertifiziert, sodass sie an der eigenen Hochschule anerkannt werden können. Im Wintersemester 2018/2019 fand erstmals der offene Online-Kurs Offene Geodaten statt. Die Auswertestatistik seit Kursstart zeigt, dass bis Ende des Semesters etwa 125 Studierende sich mit Kursinhalten befasst haben. Gut 100 davon auch Online-Tests absolviert haben. Die Anzahl derjenigen, die tatsächlich eigenständig dann auch Belegaufgaben mit offenen Daten bearbeitet und eingereicht haben, ist dann mit knapp 30 recht gering. Zur Sicherstellung der Kompatibilität in Bachelor- und Masterstudiengängen gemäß den Bologna-Regeln und damit der Anerkennung der im Kurs erzielten Leistungen an den Hochschulen im deutschsprachigen Raum ist das Modul Offene Geodaten regulärer Bestandteil eines akkreditierten universitären Studiengangs an der Universität Rostock. Als Lern- und Qualifikationsziele im Masterstudiengang Umweltingenieurwissenschaften nennt die Modulbeschreibung: Die Studierenden lernen den Umgang mit offenen Geodaten kennen und erlangen die Fähigkeit zur Bearbeitung von Fallbeispielen zu verschiedenen aktuellen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Die Studierenden lernen die Fallbeispiele eigenständig und kreativ zu bearbeiten und ihre Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung vorzustellen. Insgesamt sind maximal 6 Leistungspunkte erreichbar. Die kleinste zertifizierte Einheit ist ein halber Leistungspunkt. Dies entspricht also 15 Stunden Arbeitsbelastung. Als Prüfungsleistungen sind Online-Tests abzuleisten und schriftliche Belege anzufertigen, in denen in der Regel thematische Karten als Nachweis der GIS-Bearbeitung einer Problemstellung enthalten sind. Damit sich Studierende auch eigene Fragestellungen überlegen können, sich mit Geodaten intensiver auseinandersetzen
und einen Überblick über den Bestand an verfügbaren Geodaten im deutschsprachigen Raum verschaffen können, bietet OpenGeoEDU ein Open Data Portal mit über 300 Portalzugängen an. Wir bieten im Open Data Portal eine Kartensicht und eine Tabellensicht. Der Nutzer kann sich zum Beispiel dann in irgendeinen Gebietsausschnitt hereinzoomen. Hier haben wir zum Beispiel Berlin gewählt und dann durch Anklicken der einzelnen Symbole die jeweilige Geodateninfrastruktur von Berlin sich anschauen, das offene Datenportal oder auch das Umweltdatenportal. Analog kriegt er diese Angaben auch in einer tabellarischen Sicht, in der er natürlich auch wiederum nach Berlin suchen kann und entsprechend die drei Datenzugänge findet. OpenGeoEDU unterstützt mit der offenen Online-Lernplattform für jedermann das selbstbestimmte Lernen in allen Lebenslagen. Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen können OpenGeoEDU Leistungspunkte erwerben, die sie sich in ihren Studiengängen dann anrechnen lassen können. Lehrende können OpenGeoEDU in die Lehre einbauen und eigene Fallbeispiele beisteuern. Und auch Praktiker können mit OpenGeoEDU praktische Erfahrungen im Umgang mit GIS und offenen Daten sammeln.